So, dann machen wir mal weiter. Also, auf geht's. Und ich habe immer noch Schiss, weiterzugehen den Gang, bin ich ganz ehrlich. Was uns hier noch alles erwartet. Warum ist es immer so dunkel da drin? Licht. War es ja auch nicht gerade viel heller. Ach, guck mal an, das ist doch voll so ein Easter Egg, oder? Das ist so ein Easter Egg von Alien, oder? Oder nicht? Das ist doch. Nein! Nein, das will ich nicht. Geh weg. Das ist voll so ein Alien-Easter Egg. Aber ohne Spaß. So, was haben wir denn hier stehen? Liebe Freunde, wenn ihr das hier liest, werde ich die Arche betreten haben. Wie ich schon erläutert habe, erreicht man das, indem man nach abgeschlossenen Scans aus dem Leben scheidet. Um Catherine nicht zu verängstigen, werde ich im Geheimen einen Kaugummi mit Cyandisalz versehen und ihn mir in den Mund stecken, bevor ich zu ihr gehe. Wenn sie den Abschluss des Scans verkündet, werde ich zubeißen und mein Leben so schnell beenden. Wenn ihr die Wahrheit über meinen Tod erfahrt, dann gibt es nichts zu bereuen, denn ich habe den Sieg davongetragen. Ich rate euch allen, es mir gleich zu tun und euch zu mir auf die Arche zu gesellen. Mit freundlichen Grüßen, Mark Sarang. Okay. Achso, wollte nur kurz umdrehen, ob da auf der Rückseite noch was steht. Nein, steht nichts, okay. Jo, bis gleich, ASV-Fan. Schubladen öffnen. Immer von unten anfangen. Da haben wir auch noch was zu lesen. Oh mein Gott. 7. März 2102 Mark Zarang, Geheimdienstanalyst Teda Patros 2, Herr Sarang, die Firma freut sich von Erfolg, ihre Bemühungen zu hören, die Präsenz der WAU auf der gesamten Station auszuweiten. Wir vertrauen darauf, dass sie die Einzigartigkeit der Gelegenheit zu schätzen wissen und dass sie alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um dieses Mysterium vollständig zu erforschen und zu verstehen. Dazu müssen sie dafür sorgen, dass Dr. Joan Ross die WAU von Alpha aus ohne Störung von außen steuern und studieren kann. Im Notfall können sie sich zur gewalttätigen Eliminierung jeglicher Opposition direkt an Julia bei Omikron wenden. Bitte versuchen Sie aber, extreme Aktionen zu vermeiden. Die WAU ist eine wichtige sowie teure Angelegenheit, weshalb wir auf einige stetige Entwicklung ohne Rückschläge hoffen. Der Aufsichtsrat. Also wenn ich das doch richtig lese, dann soll doch der Dr. John Ross. War das nicht der eine Typ da, wo wir ganz am Anfang des Spiels uns auf den Stuhl gesetzt hatten? Da war ja dieser Monchichi. Und dann gab es ja noch einen anderen Doktor. Hieß er nicht Dr. Ross? Weil hier schreiben sie jetzt, dass die Störung von außerhalb studieren kann. Ist es denn wirklich nur eine fiktive Welt, wo wir dann hier sind? Sitzen wir eigentlich in Wirklichkeit vielleicht doch noch auf dem Stuhl? Man weiß es nicht. So, wir haben noch eine zweite Seite. Wie blätter ich denn hier? Wie kann ich denn. Ach so, okay. Alles klar. So, da haben wir noch ein Buch. So, die Natur der Identität. Ah ja. Fragen über das Selbst. Wer sind Sie? Was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Werden Sie von Ihrem Körper und Ihrer Umgebung definiert oder beschränkt? Beschränkt, ja. Bin ich sowieso. Beide Ansätze kann man sich nur äußerst schwer nähern, ohne dass die eigenen Antworten von pragmatisch oder spirituellen verlangten Menschen entkräftet bzw. verklärt werden.
In diesem Werk führt sie Pavlian Martinu, Philosophieprofessor der Karls-Universität Prag, durch die Geschichte großer Denker und was sie über die Identität zu sagen haben. Ah, ja. So. Oder wir sind gestorben und wirklich in dieser Form. Das kann natürlich auch alles sein. Aha. Gucken wir uns mal alle Bilder an, ne? Das hatten wir gerade schon. Fragezeichen. Cham Lab steht da drauf. Ich penne hier gleich ein. Ich kann es auch nicht ändern, aber ich würde schon gerne auch so ein bisschen was von der Story mitnehmen. Chiller Killer. Da wissen wir ja auch immer noch nicht, wofür das ist. Ist das jetzt zur Lebenregeneration? Ist es für Safe Games, wo wir unsere Faust immer reinstecken zum Fisten? Jetzt darf ich das sagen, schon nach 22 Uhr. Und, oder ist das Lebensregeneration? Ist es Speichern? Man weiß es nicht. Ich gehe erstmal hier hin. Hui! Was? Wer? Wo? Was war das? Was? Okay, hier geht kein Licht. Was war das gerade? Action Jackson jetzt! Wieder Mr. Fister, Fäkalschlacht im Darmschacht. What the hell are you doing? I know it looks bad, but it makes me feel a lot better. Helps me focus. That's the wow you're hooking up to. I need it, okay? I wouldn't have made it this far without it. Let's just keep going. Aha, das ist also der Wow. Das Wow-System ist es also, wo unsere Hand da die ganze Zeit immer reinstecken. Kann man hier Licht? Ah ja, hier ist Licht. Sehr schön. Ein Messer. Ein Messer. Mal lieber schnell weg damit. So, wir müssen alle sterben. Ich bin voll dabei. Ich versuche Sarang und der Kommunität. Okay. Ah, wie schön. Wie besonnen die Leute auch noch waren, ne? Ist ja faszinierend. Hey, hey, ich muss sterben, damit ich in deinen Computer reingehen kann. Okay. Guck mal, Gizmo. Ey, Gizmo. Du. Seit wann kommt ein Foto von dir ins Spiel? Survival. Okay, das ist doch, warte mal. Das Riesenrad kenne ich doch. Warte, wo steht denn das nochmal? Ist das nicht in... Prost zusammen. Flexi, warum kämpfst du um dein Leben? Du bist ein Roboter. Ich möchte trotzdem nicht sterben, auch wenn ich ein Roboter bin. Ich möchte trotzdem überleben. Ja, willkommen zur Let's Play Live Show, alle neuen Zuschauer, jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr. Stimmt, in London steht das, ja. Ich wollte erst sagen Wien. Warum habe ich nur so das Gefühl, dass uns jetzt irgendetwas wartet hier?
Warte mal, da waren wir schon gewesen. Waren die Toiletten? Da sind wir reingekommen, ne? Okay, geht's auch nicht weit. Weiter. Puh, das heißt, wir müssen doch in den anderen Gang gehen. Ach ja, hier waren wir ja auch. Ach ja, stimmt ja. Warte mal. Waren wir denn jetzt hier schon gewesen? Da ist ja was auf dem Tisch mit der Lampe. Mach's gut, mein Freund. Auf Wiedersehen. Schön, dass du da warst. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Hier waren wir noch nicht. Komm in mein Zuhause. Cozy. Komisch, das sind immer bei mir, die ganzen Deppen mit ihren Links Spam reinkommen, ne? So unfassbar. Fehlerbehebung. Suche nach Ursprung. Fehlercode, keine Verbindung zum Hauptspeicher möglich. Bitte setzen Sie den Router im unteren Computerraum zurück oder wenden Sie sich an den Wartungsdienst. Okay. Das ist wie bei mir zu Hause. This is where I would store the ARC scans. So you saved the whole staff digitally on these chips? That was the plan. Wenden Sie sich bitte. Broken. Fast. Kaputt. Alle kaputt. Damaged. Toll. Die sind alle kaputt, die Dinger. Da ist gar kein von heile. Verdammt. Unfucking fassbar. Ja. Toll, die sind alle kaputt. Verdammt nochmal. Alle Raumstation. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich mach da einfach mal alle raus. Toll. Hui. Tja, das heißt, wir müssen wahrscheinlich ein paar Chips finden. Ja, mach's gut, Chiller Killer. Schlaf gut. Schön, dass du da gewesen bist. Wie gesagt, du kannst ja alles auf YouTube nochmal verfolgen. Ich werde die Folgen hochladen. Okay. This is where I did my scan. And all the others, I suppose. You don't remember? My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. Verbindungsfehler wird wahrscheinlich dasselbe wie wir sein. Prost zusammen. War klar. Starten Sie den Router neu oder rufen Sie bitte Ihren Internetanbieter an. Strasky, come in. I need help in the lab. The scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Maser tool? What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please! I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the ARC project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Not even close. Was, my car is so unfucking fassbar tief, but... Because I have so Höhenangst. Ja, I have so Höhenangst. Very too.
Ach so funktioniert das Ganze. Aha. Also gehirnmäßig geht das da rein. Unter Wasser bist du dann und dann. Okay, kann ich. Ah ja. Ah, I see. What? Check the terminal. I just want to make sure. So, Name Nanami Struktur. Komprimierter Nanami Neurograph. Mittwoch, 12. März 2014. Geschlecht weiblich, 11. Dezember 1997. Geboren, 17. Juli 2021. Japanisch. Wollte ich gar nicht machen. Hallo? Achso, man kann sich das jetzt auswählen, oder was? Nein, nimm mal den Berg erstmal. Den Berg. So, die Pace-Datenberg. Komprimierter Nakayama Neurograph. 28. April 2015. David Munchie. Da ist unser David Munchie. Unser Doktor. Der Verfasser ist der Doktor. Testperson Paul Berg. Geschlecht männlich. 27. November 1984 geboren. Gestorben 2. August 2069. Ist das Spiel Horror oder Sci-Fi? Beides so ein bisschen. Ist auf jeden Fall beides. David Munchie. How did this... What is this? Der Munchie ist 2078 gestorben. Die Aufzeichnung ist vom 28. April 2015. Von Paul Berg. Jetzt frage ich mich gerade, wann wir beim Doktor gewesen sind. Zu welcher Jahreszeit? War das nicht irgendwas mit 2015? So, Jared. Jared. Cass, what is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munchie's templates. The legacy scan. Okay. Aufzeichnung ist vom 2. Mai 2015. Geboren am 31. Juli 1989. Wir sind gestorben am 1. Juni 2015. Und der Munchie ist gestorben. Am 23. Mai 2078. Also hat er noch viele, viele Jahre weitergemacht. Kann man die Daten löschen? Wollte ich gar nicht. Nein. Ich hab nicht auf X gedrückt. Ich hab nicht auf X. What's a legacy scan? They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. Yep. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that mystery. No magic or time travel needed. I was here all along. Waiting for someone to shove a picture of my brain into a suit and hit the power button. Okay. Hier waren wir schon, ne? Genau. Okay. Da haben wir alles gesehen. Dann gehen wir mal zurück. Wir haben noch den anderen Gang. Und wir haben gesehen, dass wir hier nicht alleine sind auf der Station. Zumindest habe ich das in der Tür gesehen, wo die Fensterscheibe war. Da war. Da. The last report filed by the staff mentioned struggling with something called a proxy. The proxy we killed was blind, just like Akers, but it listens. Careful, we spotted two more by the infirmary. What do they look like? Not sure. It seems to be human enough to pass for a crew member at a distance. Mm-hmm. Tall, dark, and ultimately faceless seems to be what to look out for. I'll keep my eyes open. Gesichtslose Gestalten. Na, das klingt ja... Da waren wir schon. Gesichtslose Gestalten klingen ja schon mal sehr beruhigend. Gar nicht zu danken. Noobs Nightmare. Und willkommen auch zur Let's Play Live Show. Schön, dass du da bist. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr gibt es die Let's Play Live Show. Schon seit über anderthalb Jahren. Wir gehen schon auf fast zwei Jahre zu. Folge 172 heute. Die LPLS.
Jetzt müssen wir da rein. Und ich möchte eigentlich gar nicht, bin ich ganz ehrlich. Weil das sieht noch schlimmer aus als wie gerade. Hallo? Was ist denn das? Okay, zurück kommen wir schon mal nicht mehr. Oder? Er kann springen, aber er geht nicht zurück. Okay. Wenn Flexi voll ist, ist das wie eine gute Nachtgeschichte. Was? Echt? Ist es so? Kann man schön mal schlafen. Puh, Sackgasse. Kann ich mich drin verstecken? So, ich bleibe einfach hier sitzen und mache die Tür zu und warte darauf, dass ich abgeholt werde. Schön, dass du auf der Decke liest und gespannt zuhörst. Das ist super. Ich gehe erstmal hier lang. Auf YouTube machen wir eine kleine Folgenpause. Bis gleich.